Hallöch, meine Tintenkleckse, hier ist wieder euer Tintenbaron. Bei der Recherche zu meinem ersten Albträume-Video fand ich einen Albtraum, der länger war als alle anderen zusammen, weshalb ich euch diesen heute separat vorstelle. Bevor es nun aber losgeht, wollte ich noch erwähnen, dass heute der letzte Tag ist, an dem ihr euch eine Creepypasta von mir zu Weihnachten wünschen könnt. Alle Details dazu findet ihr in dem Video hier links. Diesen Albtraum träumte ein Mädchen namens Betty. Betty war gerade aus ihrem Urlaub in Rumänien zurückgekehrt, als ihr Freund anlässlich seines 15. Geburtstags eine Party feierte. Es waren jede Menge Leute da, von denen sie aber niemanden kannte. Das störte Betty aber nicht, sie konzentrierte sich ohnehin nur auf ihren Freund. Lediglich eine Person fiel ihr ins Auge, weil sie sich die ganze Zeit in ihrer Nähe befand. Es war ein Mädchen, sehr stark geschminkt, mit kurzen schwarzen Haaren. Sie machte einen sehr mürrischen und unsympathischen Eindruck. Nach einer Weile gingen sie dann alle ins Kino. Die Schwarzhaarige saß direkt neben Bettys Freund. Betty wurde eifersüchtig. Plötzlich erzitterten die Sitze, fast wie von einem Erdbeben, wodurch einige Leute von ihren Sitzen gerissen wurden. Nach dem Film verließen alle das Kino. Draußen wartete ein Ehepaar, ganz in Schwarz, von einem großen schwarzen Auto. Dort stiegen Betty und ihr Freund ein, aber auch die schwarzhaarige Unbekannte. Betty bekam langsam die Befürchtung, dass diese Tussi, wie sie sie nannte, mehr als einfach nur eine Bekannte ihres Freundes sein könnte. Sie schüttelte diesen Gedanken jedoch schnell wieder ab. Das Auto hielt an einer Kreuzung eines Schotterweges. In der Nähe befand sich ein See, um den herum hohes Gras wuchs. Das Ehepaar verwickelte Betty in ein Gespräch, und irgendwann sagte die Frau, ja, das im Kino waren wir, damit die Tussi da ihre Pfoten bei sich behält und sich nicht an deinem Freund vergreift. Betty war wie gelähmt. Es brauchte eine Weile, bis sie die Situation realisierte. Heiße Tränen stiegen in die Augen und rannen über ihre Wangen. Zitternd schrie sie zu ihrem Freund, also doch, ich habe es von Anfang an gewusst. Warum tust du? Warum? Warum sagst du denn nichts? Warum? Sie wollte in diesem Moment nur noch sterben. Ohne die Antwort ihres Freundes abzuwarten, der ohnehin nur dastand und sie anstarrte, ging Betty zur Kreuzung, legte sich auf den Boden und schloss die Augen. Für Betty fühlte es sich wie Jahre an, bis sie endlich das Geräusch eines Motors vernahm. Doch anstatt des herbeigesehnten Todes kam das schwarzhaarige Mädchen und Bettys Freund zu ihr. Ihr Freund griff nach ihrer Hand und wollte, dass Betty aufsteht, doch sie wollte das nicht. Sie wollte ihn nicht einmal mehr ansehen. Trotzdem öffnete sie ihre Augen, als er sie an den Schultern rüttelte. Er wollte etwas zu ihr sagen, doch mittendrin stockte er und konnte einfach nicht mehr reden, als wäre eine Wand zwischen ihnen oder ihn etwas oder jemand vom Sprechen abhalten wollte. Betty stand auf und sah zu der Schwarzhaarigen. Ihr Triumph war ihr regelrecht ins Gesicht geschrieben. Im nächsten Augenblick hatte Betty auf einmal ein Messer in der Hand. Sie hatte keine Ahnung, woher sie es her hatte, aber das interessierte sie auch nicht. Sie trat einen Schritt zurück und murmelte, »Werd doch mit ihr glücklich. Ich bin ihr doch sowieso egal.« Betty wollte zustechen, doch ihr Freund konnte das Messer abwenden, wodurch es sie nur an der Schulter traf. Obwohl sich dort, wo das Messer sie getroffen hatte, nun eine klaffende Wunde bildete, spürte sie dadurch keinerlei Schmerzen. Den einzigen Schmerz, den sie fühlte, war der in ihrem Herzen. Betty setzte das Messer erneut auf ihre Brust an. Ihr Freund wollte sie davon abhalten, doch die Schwarzhaarige hielt ihn mit eiserner Kraft fest und küsste ihn. Das war zu viel für Betty. Sie rammte das Messer bis zum Haft in ihre Brust. Alles wurde schwarz um sie herum. Dann wachte sie auf. So. Ich hoffe, ihr fandet diesen Traum genauso interessant wie ich. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Wenn ihr auch schon mal so krasse Träume hattet, könnt ihr mir davon gerne in den Kommentaren schreiben und mit etwas Glück ist euer Albtraum im nächsten Video. Auch eure Albträume unter dem letzten Video habe ich natürlich nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Und vergesst nicht, euch eine Creepypasta zu Weihnachten zu wünschen. Euer Tintenbaron.